jetzt läuft das Band hier ran beim Einspannen und wenn man jetzt das, den Sound anmacht, ne, also wenn man jetzt auf Start drückt und dann geht hier die Klappe und drückt das Band an den Tonkopf. Und allein sowas finde ich schon so süß. Und das wurde entwickelt, um Musik zu hören. Verstehst du? Hallo, ich bin Roman Konrad. Ich bin Klangkünstler und Experimentalmusiker und lebe seit fast 30 Jahren in Saarbrücken. Ich habe hier in Saarbrücken an der HBK Saar Klangkunst studiert oder studiere es immer noch bei Professor Older und habe auch hier in Saarbrücken meine Freude an der Kultur- und Kunstarbeit entdeckt und auch in dem Bereich schon das ein oder andere gemacht. Seit den 90ern ungefähr arbeite ich als DJ und Veranstalter in der Kulturszene und man kennt mich. Nach einer Umorientierungsphase habe ich dann gedacht gehabt, es wäre schlau, meine Fähigkeiten und meine Erkenntnisse zu professionalisieren. Und da es damals nur ganz wenige Fakultäten gab, an denen man Klangkunst studieren konnte, der Bereich, der mich dann wirklich interessiert hat, gab es glücklicherweise hier in Saarbrücken einen Studiengang, der nannte sich Sound Art und den konnte ich dann auch belegen. Meine Klänge erzeuge ich durch Field Recordings. Field Recordings sind aufgenommene Sounds aus deinem Umfeld, aus der Stadt, aus der Natur. Sounds, die du schon selber nicht mehr hörst oder auf die du gar nicht mehr achtest. Die nehme ich und tue sie halt mit Strom verändern und beeinflussen. Dazu nutze ich gerne alte analoge Maschinen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man bei diesen alten analogen Maschinen noch, finde ich, einen viel einfacheren Zugriff auf die Sounds hat. Man kann sie durch händisches Arbeiten kann man die Sounds beeinflussen und das finde ich super spannend. Darüber hinaus finde ich es klasse, an Maschinen zu arbeiten, mit Maschinen zu arbeiten, dass die Maschinen irgendwann poetisch werden können. Die Idee finde ich halt auch ganz klasse. Und wenn man jetzt im Zeitalter des Anthropozän ist, alte Maschinen zu neuem Leben zu erwecken, zu reparieren, umzubauen, für Musik zu nutzen, finde ich halt auch eine ultra spannende Geschichte. Was man früher gebraucht hat, um Musik zu machen. Und das macht heute jedes Handy 80.000 Mal besser. Aber das ist doch 10-mal geiler. Tägliches Experimentieren und Rumschrauben und Testen und Musizieren bringt mich in meine Welt, in meine Ruhe und ich kann so auch dann meine Sprache, meinen Ausdruck entwickeln. Seit 2 Jahren beschäftigt mich das Thema Lautsprecher in der Klangkunst. Speziell da der Hornlautsprecher, der interessiert mich unwahrscheinlich. Ein Modell seit den 30er Jahren, wo man versucht hat, aus einer kleinen Leistung eine große Fläche, einen großen Raum zu bespielen. Damals gab es noch keine großartigen Verstärker. Da hatte man mit 3 9 12 Watt Verstärkern gearbeitet und dann hat man einen Lautsprecher entwickelt, der dann halt mit dieser kleinen Leistung zum Beispiel einen Kinosaal beschallen konnte. Und das waren meistens Hornlautsprecher, weil durch die mechanische Bauart der Klang im Horn durch die Reflexionen verstärkt wird und dann wesentlich lauter rauskommt als einen normalen Membranlautsprecher, der mit 3 Watt angetrieben wird. Die Idee hat mich dann halt auch zu mehreren Arbeiten gebracht, wo ich halt ausprobiert habe, Sounds aus Hörnern kommen zu lassen und auch erkannt, dass die Bauart Horn für mich viel mehr als ein Lautsprecher ist. Das ist ein Objekt, das ist ein Wesen, der eine Stimme hat. Und das ist das, was mich im Moment an dem Thema ziemlich triggert, was auch meine Diplomarbeit ist, an der ich im Moment am Arbeiten bin. Ich versuche immer mit entweder einer kleinen Leistung großflächig was zu hören oder ich arbeite im Gegensatz mit kleinen Sounds zu ganz großen Flächen, sakralen Räumen. Das ist so eigentlich eine Grundidee in meinen Arbeiten oder findet man sehr oft in meinen Arbeiten wieder. Dieser
Gegensatz von groß und klein, laut, leise, kräftig und schmal. So, das ist die Ideen schwirren mir immer so im Kopf rum. Im DFG Saarbrücken können wir im Rahmen unseres Studiums unsere Arbeiten vorstellen, ausprobieren und testen. Das ist halt für einen Park ist das extrem cool, weil der DFG ist halt auch ein künstlicher Park mit lauter kleinen künstlichen Inselchen, Örtlichkeiten, Wasserläufen und auch damals noch die Gullibers-Welt. Und da finde ich, ist es sehr passend, in der DFG solche Interventionen reinzubringen, weil die irgendwie, das passt halt meines Erachtens nach ziemlich gut. Ansonsten, wenn nicht gerade ein heimtückisches Virus unser Leben beeinflusst, gibt es in Saarbrücken wunderschöne Spielstätten, wo man auch Performance-Konzerte machen kann. Spielstätten, wo man mit dem Sound auf den Raum eingreifen kann und den Raum beeinflussen kann. Und man findet in Saarbrücken oft ein offenes Ohr, seine Ideen umsetzen zu können. Das ist eine Monster-Elektronik. Damit kannst du halt jemanden anfassen und kannst dann an seinen Körperteilen Sound machen. Das ist total geil.